Willkommen, Freunde, zu einer weiteren Folge von Skurm. Wir sind hier irgendwo in der Walle. Hi, Leute, und ich vermisse mein Auto riesig. Aber naja, was soll's. Oh mein Gott, was sehe ich denn da hinten? Scheint ja tatsächlich ein Auto zu sein. Oh, es ist etwa mein Schwarzer. Ist er mir gefolgt? Hat er mich wieder gefunden, Freunde? Fragen über Fragen. Wir werden es gleich gewahr, hoffe ich zumindest. Dann sag mal lieber eine Waffe in der Hand nehmen. Nicht, dass hier irgend so ein Äffchen rumläuft und mich wegknallen will. Freunde, mein kleines schwarzes Auto ist endlich wieder da. Ja, Freunde. Ihr habt es richtig erraten. Ich habe mir natürlich den Wagen selber gegeben. Ging ja nicht anders, wenn die mit Fehlern weg sind. Aber liebe Freunde, ihr seht es selbst. Waffe kann weg. Wir sind hier safe. Gesund. Ich muss euch hier nochmal eben kurz was zeigen. Und zwar für alle, die Spieler. Die wirklich kein Auto haben, ne? Habe ich jetzt hier eins hingespawnt und da. Und ich denke mal, hier könnt ihr dann rüberfahren. So, ja. Habt ihr noch ein bisschen Fun? Das kurbelt die Wirtschaft an, ne? Die Wirtschaft der Reparaturkoffer. Obwohl, guck mal, wie breit das ist. Hier kann man ja eigentlich schon fast runterfahren mit dem Auto. Aber hier hängst du dann wahrscheinlich fest, ne? Also ich habe hier zwei Autos hingedroppt. Ich kann euch das nochmal kurz zeigen. Für die Leute, die jetzt wirklich ewig hier durch die Gegend laufen und überhaupt kein Auto finden. Die können sich hier ein Auto natürlich dann nehmen. Alle anderen Leute, die Autos haben, Finger weg. Lasst die Dinger einfach stehen. Ja, okay, da müssen wir Fairplay walten lassen. Fairplay heißt immer gesunder Menschenverstand, Leute. Und denkt immer dran, ihr habt auch keinen Bock zu laufen, ne? Und diejenigen, die eben Autos haben, ne? Dass mein Auto jetzt in der letzten Folge auf einmal verschwunden war, obwohl die Schlösser heile waren und so, hat mich natürlich auch dazu veranlasst, die Autos mal ein bisschen zu überprüfen. Und da möchte ich jetzt nochmal ein bisschen mit euch kurz drüber reden, weil ich finde das doch wichtig, damit die Leute nochmal allesamt verstehen, was halt Fairplay sozusagen bedeutet. Die Fairplay-Regel ist die goldene Regel des Servers, Leute. Das kennen die Alteingesessenen, ne? Fairplay beinhaltet alles. Nicht nur das Schießverhalten, das PvP, auch das PvE, alles beinhaltet dieses Fairplay. Und dass man eben einfach mit gesundem Menschenverstand halt zockt und dann ist gut. Also wer Autos hortet, der spielt nicht nach Fairplay und der muss die Klatsche dann irgendwo kriegen. Jetzt bin ich natürlich die Autos kontrollieren gewesen, ob da welche jetzt unter der Map gefallen sind, weil früher gab es da irgendwie so einen Fehler, ne? Und es ist tatsächlich so, ich habe keinen einzigen Wagen irgendwie gefunden, der nicht erreichbar ist oder der unter der Welt ist oder sowas. Also das ist alles tippitoppi, alles gut. Kein Auto ist irgendwie im Boden versunken. Ich habe 64 Autos kontrolliert, Leute, manuell. Ist schon eine blöde Arbeit, habe ich eigentlich keinen Bock zu. Und ja, da sind mir doch ein paar Leute aufgefallen, die doch ein bisschen noch anscheinend viele Autos haben. Und das sind so, ja, Leute, die ich jetzt nicht nennen will. Deswegen nochmal ein Appell an euch, ne? Also, wenn ich da zum Beispiel fünfmal zu einer Base geportet werde oder sowas, das bedeutet, dass fünf Fahrzeuge in dieser Base oder so sind, ne? Jetzt weiß ich ja, dass die Irrenhäuser zum Beispiel ganz viele Leute wohl wahrscheinlich sind, ne? Und da kann dann natürlich auch jeder irgendwo sein Auto haben. Ist ja gar kein Problem. Andere Gruppen weiß ich jetzt nicht. Andere Quads oder Squads, wie groß die sind, ne? Das kann bei den anderen ja genauso gewesen sein. Ich weiß es jetzt nicht, Leute. Ich kenne das nicht. Ich schnüffel da auch nicht unbedingt nach oder kontrolliere oder so. Ich will selber mit euch ganz normal spielen. Als normaler Spieler. Deswegen mag ich das nicht, wenn ich diese Admin-Sachen benutzen muss. Und ja, da kommt dann wieder so eine Grütze raus, wie ich jetzt halt erzählen muss hier. Weil Admin ist immer, ja, doof, ne? Wenn man das benutzen muss, ist immer ein bisschen Vollstreckung. Ich habe mir da was einfallen lassen. Also wenn die Leute da, die wirklich jetzt keinen großen Squad haben, ne? Und da waren mehrere da, wo fünf Autos in der Reihe waren und sowas, ne? Nicht nur bei den Irrenhäusern oder was weiß ich. Das war jetzt nur ein Beispiel, weil die Irrenhäuser sind sehr groß. Das sind viele Leute, das wissen wir. Deswegen war das jetzt Beispiel. Das heißt nicht, dass die 1000 Autos haben, nicht falsch verstehen. Die haben natürlich mehrere Autos, aber da kann ich das schon nachvollziehen, dass da dann irgendwo, dass auch viele Spieler sind. Das ist halt so. Und bei den anderen, ich weiß nicht, das sind so
Keine Ahnung, da sind auch noch einige Plätze gewesen. Da waren wirklich immer so um die 5 Autos und ich weiß nicht, ob da wirklich so große Squads sind. Ich sag mal Quads. deswegen allgemein nochmal die Ansage. Jede Spielfigur, dem steht ein Auto zu. Das ist in Ordnung. Da habe ich überhaupt kein Problem mit. Keiner soll laufen müssen, sage ich mal, ne? Bloß ab dann, wenn eine Person 2 Autos hat, dann ist natürlich schon das Problem da, weil der Server hat 20 Slots jetzt, Freunde. Und wir haben 64 Autos hier auf dem Server. Das ist maximal, das Maximale, was ich eingeben kann. Ich habe jetzt schon die 64 überschritten mit meinen Gespawne dort. Ich habe nicht nur dort gespawnt, ich habe auch noch ein bisschen so in der Welt nochmal gespawnt. Lass mal sehen. Hier könnt ihr mal gucken, wenn ihr Autos haben wollt. In der C3-Stadt direkt, da habe ich nochmal im Weg hingesetzt. Die sind aber ein bisschen schwer zugänglich. Vielleicht habt ihr Glück und kriegt einen. Müsst ihr euch was einfallen lassen. Das ist eine kleine Rätselaufgabe oder wie auch immer, ein Hindernis. Also da kommt ihr nicht so einfach ran. Vielleicht kriegt ihr auch gar kein Auto davon. Müsst ihr mal probieren. dann habe ich noch irgendwo hier eine Stadt oder sowas was hingesetzt. Ein, glaube ich, oder sowas. Dann hier in der Stadt sind die anderen 2. Und dann habe ich mir noch gedacht, dass ich in den Safe Zones hier vielleicht noch 2 hinsetze und dann noch hier 2 hinsetze. Wir haben ja diese 3 Safe Zones, ne? Damit die so ein bisschen verteilt sind und nicht wie letztes Mal hatte ich hier ganz viele hingestellt, ne? Mache ich das halt so hier 2 hin, da dann noch 2, da mache ich dann nachher und hier dann auch noch wohl noch 2 hin. Und dann muss es auch, hoffe ich, reichen, weil die 64 Autos ist tatsächlich so, dass die fast alle vergeben waren. Das bedeutet natürlich, dass jeder neue Spieler, der jetzt hier zu uns kommt, und da waren eine Masse an neue Spieler, die jetzt auch hier gekommen sind, die kriegen einfach kein Auto mehr ab, ne? Deswegen nochmal unbedingt den dringenden Appell, Leute, habt ihr wirklich 5 Leute, ne? Wenn da 5 Autos eine Base bei euch stehen oder sowas, seid ihr 5 Spieler? Oder hortet ihr da so ein bisschen? Es ist nicht nötig, dass wir mehrere Autos haben. Sonst können wir auch, wie gesagt, gerne vereinbaren unter alle Mann, dass eine neue Regel jetzt heißt, wir klauen uns einfach nicht mehr die Autos. Ne? Da habe ich überhaupt kein Problem mit. Ich brauche nur einen Wagen für mich. Und dann sind die anderen Autos für mich uninteressant. Das habe ich schon immer gesagt. Mehr braucht man auch gar nicht. Ist doch in Ordnung. Man kann die ja reparieren. Wenn du nicht reparieren kannst, fragst einen Kumpel oder halt dementsprechend lernst du den Skill. Muss ich ja auch, ne? Ja, dass wir das mal irgendwie hinkriegen, Leute. Ansonsten, wenn ihr wirklich 5 Leute seid, dann ist das in Ordnung. Dann könnt ihr die Autos daher bei euch horten, weil das sind ja Squads, also Clans oder Teams oder sowas. Da sind halt mehrere Personen. Dann stehen da auch mehrere Autos, das ist mir auch klar. Aber wie gesagt, wenn das halt nicht der Fall ist, dann unbedingt abändern, damit jeder ein Auto kriegt, weil das ist im Moment so nicht mehr der Fall. Was noch rumsteht, sind vielleicht noch ein paar Trecker zum Beispiel. Die bleiben aber meistens auch wirklich stehen in den Dörfern oder sowas. Wo habe ich denn Trecker jetzt entdeckt? So hier so am Rand, glaube ich, in diesen Randdörfern. Ein Polizeiauto habe ich hier im Hafen noch irgendwo gesagt. Ich spoiler das jetzt so direkt, ne, weil es gibt bestimmt Leute, die immer suchen und nichts finden. Aber ich habe jetzt wirklich manuell alle 64 Punkte durchgeswitcht, ey. Und auch hier war, glaube ich, irgendwo am Hafen was. Und es ist meistens so, dass die immer so an diesen Ecken sind, ne. Und dann noch in der Eisfeld waren auch noch welche. Aber das waren auch, teilweise sind da auch Trecker zwischen, ne. Einige Trecker und die... Weiß nicht, fand ich zu viel Trecker, die wir hier drauf haben, aber das kann ich nicht beeinflussen, die kommen irgendwie automatisch. Würde ich am liebsten die Trecker wegmachen und dann normale Autos hinmachen. Aber ein Trecker ist besser als gar nichts, Leute. Nun denn. Ansonsten, ja, bin ich auch entsetzt, wie viel schwarze Pickups es gibt, tatsächlich. Da habt ihr auch einige von, habe ich gesehen. Ich dachte, ich wäre einer der wenigen, der sowas hat. Nö, ist nicht so, die sind wie Sand am Meer verstreut, die Pickups. Und... Ja, ist halt so. Polizeiautos gibt es auch einige, habe ich gesehen. Haben sogar schon einige Spieler. Weil, wenn ich zum Auto beam, dann sehe ich euch ja meistens auch, wenn ihr im Auto fahrt oder irgendwo da bei euch halt seid, ne? Das spoilert mich ein bisschen, das finde ich doof, habe ich keine Lust zu, ne? Also, verteilt die Autos, wenn es geht, immer. So, ansonsten, 64 Autos, die sind ratzfatz schnell weg. Das geht wirklich so. Die sind fast alle besetzt, Leute. Ist echt so. Alle, fast alle haben wirklich irgendwelche Squads vereinnahmt, ne? Oder stehen irgendwo im Busch drinne. Im Busch stehen heißt auch, dass das vergeben ist, das Auto. Ist klar, das wird versteckt dann halt, ne? Ja, das bedeutet, wir müssen zwangsweise, ja, wenn ihr denn wirklich nicht hortet, ne? Dann muss ich zwangsweise irgendwie ein bisschen mehr noch wahrscheinlich rein droppen hier.
weil wir mittlerweile dann auch wohl mehr Spieler haben. Die kommen halt unterschiedlich. Wir haben 220 Slots, aber mehr als 64 Spieler sind tatsächlich da und spielen dann wahrscheinlich auch ab und zu. Gut, dann hoffe ich, dass die alle aktiv bleiben. Ich habe auch natürlich Base gefunden, wo nur ein Auto drin ist oder zwei oder so, ne? Von Leuten, die ich schon länger nicht gesehen habe, vielleicht. Ich hoffe, dass die dann mal wieder aktiv werden. Ansonsten, ja, wenn ihr eine Base baut, das einsperrt und sowas, ne, dann ist das natürlich nicht zugänglich. Und dann, wenn ihr dann halt nicht mehr spielt, ne, dann ist das Auto natürlich irgendwie, ja, blockiert, sag ich mal, ne. Aber gut, das Holz zerfällt irgendwann und dann kann man in eine Base rein von demjenigen inaktiven Spielern hier zum Beispiel. Und dann kann man da wahrscheinlich auch das Auto wieder rausklauen. Also das geht noch. Bloß, ich hoffe einfach nur, dass hier nicht so viele Inaktive dann nach Zeit gibt. Weißt du, wie ich meine? Es dauert ja schon 14 Tage, glaube ich, bis so eine Wand weggammelt, ne? Ja gut, aber es geht aber noch. Also das ist ein Vorteil, dass die Wände gammeln, dass man an den Autos denn rankommt, die da drinnen sind. Wisst ihr, wie ich meine? Irgendwo hier muss der kommen, wa? Mann, was gucke ich dir in der Tasche? Und auf die Karte wollte ich gucken. Da? Oh, ich gehe mein Ego rein. Ey, sonst kann ich nicht in den Himmel gucken, Mann. Hallo. Boah, hier im hellen Licht sehe ich die ganze Sabber am Monitor, Alter. Erstmal wegkratzen. Weil die Nudelreste und alles. Er ist doch hier gar nicht. Warum fliegt da immer so viel Zeug gegen? Freunde, ihr seht vermutlich mittlerweile auch nicht selbst, wie ich, genauso wenig. Könnt ihr wieder Spiele anlocken, ne? Ja, Leute, aber wenn ihr einen schwarzen Pickup seht, na, das bin nicht nur ich, Alter. Die gibt's doch einige, ne? Ich glaube, drei andere oder sowas habe ich, glaube ich, noch gesehen. Will jetzt nichts Falsches sagen, aber das ist schon irre. Das ist schon, fand ich schon viel. Oder hat jemand mein Auto geklaut? Ich weiß es jetzt ja nicht. Und wer mich am Airfield erlegt, wird belohnt. Ja, was ist mit Ihnen denn los? Boah, hier, hä? Das gibt's alles, nee. Bin der einzige Cargojäger? Oh ne, die Drohne kommt auch noch. Schwachsinn. Schwachsinn. Obwohl, das fehlt ja jetzt wieder alles, ne? Das ist ja alles weg, Alter. Alles. Das war ja alles in meinem Auto. Ganze Rotz. Heute was von? Nö. Lass schneller machen. Oh, wie lange denn mal brauchst du einsteigen? Oh shit. Oh Gott, Alter, hab ich mich erschrocken. Alter, wie ich das im Urin habe. Ich hab sowas im Urin. Ohne Scheiß. Aber schreck mich total, wenn da jemand schießt, Alter. Was soll das? Ich bin wieder voll von der Tastatur abgerutscht, Alter. So ein Waldschleicher, wa? Ja, der weiß jetzt, wo ich bin, bringt nichts. Oh. Ätschi, Bad, ich hab den Loot. Bip. Und dann habe ich ja noch wegen den Auto kontrollieren, habe ich eure Bases teilweise gesehen, Leute, ne? Also ich habe keine Map aufgemacht und so, weiß nicht, wo ihr jetzt seid, aber. Ey, was ihr da alles baut so teilweise, das ist ja Wahnsinn. Aber dem einen war ich sogar richtig geflasht, Alter. Ich darf das aber nicht sagen, wegen Spoilerkram und so, ne? Aber das war schon eine echt lustige Ideen und so, wie ihr da gebaut habt. Ist echt krass. Und auch, wie viel da teilweise diese Baumstämme benutzt worden sind, ne? Da muss man ja jeden einzelnen Baumstamm tragen, ne? Da hätte ich ja überhaupt keine Lust zu. Die machen alle so viele Wände, so riesige, große Baumwände und sowas, ne? Und da musst du immer diese Baumstämme schleppen und so. Alter, alleine ist das mega Arbeit, da brauchst du ja Wochen für, ey. Da hätte ich echt keinen Bock zu, da bin ich zu faul zu, das
Das Bausystem ist mir noch, das ist mir zu extrem. Also meine Spielfigur weiß jetzt nicht, wo ihr seid. Aber vielleicht finden wir ja was. Es gibt unheimlich viele Bauten. Also unheimlich viele Spielerbasen gibt es hier auf der Welt, ne? Das ist ganz interessant, dass man die noch nie so sieht, ne? Ihr seht das ja selber. Ich spiele immer nur dann, wenn ich auch eine Folge aufnehme. Und wie wenig man doch eigentlich sieht, ne? Die verstecken sich wirklich gut irgendwie, anscheinend. Zumindest für meinen Bereich, den ich immer so absuche. Dabei bin ich doch eigentlich schon mal öfter mal durch hier Walahei gefahren und so, ne? Viel haben wir nicht gefunden. Ein paar schon, aber naja, gut. Wie das vorletzte Mal, oh ne, das letzte Mal, glaube ich, war das, ne? Wo ich da in die Bude rein, in eine Bretterbude reingeballert bin. Das war ja auch wieder so ein Zufallsfund, ne? Das ist schon lustig, ey. Oh, das ist aber echt ärgerlich, dass man kein Nummernschild so ran machen kann, ne? An dem Auto, so, weißt du? Oder mein Logo so ran. Oder euer Logo halt. Dieses Squad-Logo, oder wie das heißt, ne? Wenn das da dran wäre, das wäre doch geil, ey. Das ist doch eine gute Erfindung. Dann hätte ich gleich sehen können, ob mein Auto geklaut worden ist oder so. Aber dann muss der durch die Wand gezogen worden sein. Wie soll das gehen, ey? Ich verstehe das einfach nicht. Unter der Karte war jedenfalls nicht. Ich habe ja alle Autos abgesucht. Der ist so einfach weggebeamt. Frechheit. Wo bin ich hier, Leute? Da sind wir. Ne, ich will nach rechts weiter. Warte mal. Das geht doch auch in die falsche Richtung, oder? Obwohl, wir können ja mal darüber und dann rechts und dann da lang. Eine Schneetour machen. 127 Punkte. Machen wir eine Schneetour? Waren wir lange nicht, oder? Keine Ahnung. C2-Bunker besuchen oder so? Boah, ich guck mal da, ey. Da geht's schon los, Alter. Da wohnt schon wieder direkt einer, Alter. Wo ist das hier? Das ist aber neu jetzt, oder was? Ey, hier fahre ich doch ständig lang. Das war noch nie so ein Ding, ey. Manchmal glaube ich, hier ist ein Admin, der baut hier sowas. Aber es gibt hier ja keinen Admin, so gesehen. Nee, das ist eine Pappwand, Alter. Da komme ich durch. Das ist eine Pappwand, Leute. Da kommen wir durch. Die kann doch neu sein, ja. Die ist, glaube ich, schnell zu bauen, sowas, ne? Mann, häng doch nicht so doof fest, Alter. Wie peinlich ist denn das schon wieder hier? Ist da jemand drin, ne? Abwand, Leute. Also das hast du aber auffällig gebaut, aber... Mal ehrlich. Ich sehe den seine Prozente? Was ist das denn? Der hat auch keine Fahne, ne? Kann das sein? Alles neue Leute hier, oder was? Da komme ich ja rein. Boah, das ist eine Bombe. Sau. Ja, Leute. Hier könnt ihr doch was lernen. Bandit bei der Arbeit. Guck mal, wie dumm das ist. Das blinkt voll, Alter. Frechheit sowas. Das Ding hätte vergraben müssen, Minion. Aber hätte ich trotzdem gefunden. Danke für die Mine. Ich habe keinen Platz mehr. Oh, ich muss ins Auto packen, den Scheiß. Jetzt bin ich wieder gut gelaunt. Das war ja echt schlecht vorher. Zap. Ist hier noch irgendwas? Warte, ich mach Player-Waffe an. Ich wollte mit dem Schrot durch die Wand ballern, ne? Aber hier ist ja alles offen, Leute. Was denn? Ist das ein Handwerker hier oder was? Scheint so, ne? Jetzt komme ich durcheinander, ey. Das sind eindeutig zu viele Kisten, Alter. Schrot brauche ich eigentlich nicht. Also das, wenn ich jetzt alles plündern würde, wäre es kein Fairplay. Wisst ihr, wie ich meine? Das ist eben... Ich zeige euch genau deswegen, zeige ich euch das ganz gerne hier. Ich gucke da rein, suche das, was ich vielleicht wirklich brauche. Da ist aber nichts bei, also lasst ihr in Ruhe. Wisst ihr, wie ich meine? Selbst die Dinger hier. Brauche ich alles, ne? Alles gut. Hm. Ja, wie ordentlich der ist. Sowas stehe ich ja drauf, ne? Coole Sache, Mann.
Achso, da habe ich schon reingeguckt. Metalllager, was ist das hier? Du musst hier eine Fahne bauen, Minion. Sonst mache ich das gleich mal. So gemein, ne? Ja, Freunde. Bandit bei der Arbeit. Die nächste Burg eingenommen. Unglaublich, ey. Hallo, guckt ihr meine Videos nicht? Ach, ach. Eine Schraube noch. Die hat er auch gehabt, der Typ. Das ist echt lustig, ey. Vor allem, ich zeig solche Sachen wirklich immer in den Videos. Dass ihr sowas hier eigentlich nicht machen dürft. Das ist so riskant, Leute. Das lassen wir uns im Weg sein. Warte bei LP Schmiede. Jetzt habe ich ja das geclaimed hier, Leute. Jetzt gehört mir der ganze Laden. Ihr könnt dagegen nichts machen. Jetzt muss ich mir nur noch ein Schloss bauen. Na, das Ding zurück. Den Rest behalte ich, wa? Tür zu machen. Die lege ich da wieder hin. Die mache ich wieder scharf, Alter. Ah, köstlich. Ja, Waffe näher. Falsche Waffe. Richtige Waffe weg. Ja. Köstlich. Ich liebe sowas, ne? Vor allem, das hier ist eine... ein Hotspot. Wir müssen meistens über diese Brücken müssen ja die ganzen Leute immer hin, ne? Zu dieser Großstadt und sowas. Da hätte ich nie gebaut, Alter. Also hier sieht man wieder, der Punkt, wo er gebaut hat, ist echt krass gefährlich. Ne? Ich habe ihn sofort gefunden. Am Hotspot bauen ist immer krass, Leute. Als nächstes diese Pappwände da, ne? Da kannst du mit ein paar Schrotschuss, kann ich da durch. Und danach hat er kein Schloss und keine Fahne gesetzt. Also er hat das nicht in Besitz genommen, das Gebiet. Wenn ich jetzt Schloss hätte, hätte ich dich ausgesperrt, weißt du? Leute, wird ja doch noch ein amüsanter Abend hier. Freunde, ihr seht selbst... Das ist ein Auto, Leute. Der sitzt aber auffällig hier, Alter. Wo bin ich denn, Mann? Da unten. Oh, das Safe Zone. Ist der Spieler jetzt hier unterwegs? Aber hier ist doch gar nichts, ne? Warte mal kurz. Ist da ein Bunker gerade, wo der da steht, oder was? Komm mal raussteigen. Erstmal gucken, ob da einer drinne sitzt. Ja, das hatten wir schon mal. Hier ist nix, Leute. Das ist ja lustig. Ist das ein leeres... Oh ne, der ist kaputt. Der ist, hat einer gefahren. Stell ihn mal auf die Straße. Wenn ihr... Oh, das... Der ist festgefahren oder was? Alter. Ey, klasse. Deswegen hat er den hier. Habt ihr gesehen? Wenn ihr sowas habt, dann müsst ihr gedrückt halten und dann auf Schieben machen. Dann schubst ihr den weg, Leute. Das ist jetzt ärgerlich, dass du dein Auto verloren hast, ne? Aber ich zeig dir schon gut, wie das funktioniert hier. So, ich stell den dir hier drauf. Weil der räuchert ja. Der wurde ja auf jeden Fall gefahren vom Spieler, ne? Ja, Freunde, so bin ich zu euch. Mal böse, mal nett. Zucker und Peitsche nennt man das. Und jetzt fahren wir weiter. Hallo Leute, neben der Kneipe entsteht jetzt ein großes Haus als Handelszentrum. Ich bestelle Rap-Koffer. Trautesheim, Glückelein. Trautesheim, Glückelein. Wieso geht die Pforte nicht auf? Keine Automatik hier oder was? Ja, wenn da jetzt mein Auto drin gewesen wäre, das wäre lustig. Hätte ich gefeiert, Mann. Hat nur einen schlechten Tag gehabt. Ja, Freunde, wir waren lange wieder unterwegs, ne? Ich würde sagen, war eine lustige Tour. Einmal wieder ausgeraubt, dann haben wir ein paar Häusle gefunden, ne? Ja, guck mal, mein Auto bewegt sich schon wieder. Ja, der geht bestimmt nicht durch die Wand irgendwie durch und verschwindet dann oder sowas, wa? Guck mal. Was sagt ihr dazu, Leute? Hallo.
Kannst du mal stehen bleiben, du dürstiges Auto? Der hat sich wahrscheinlich durch das kleine Fenster da oben durchgepresst oder so. Ich weiß nicht, was das soll, warum der das immer macht. Aber ich mache die Tür wieder zu und morgen ist das Auto wahrscheinlich wieder, ja, durchs Fenster gehüpft oder sowas, Leute. Keine Ahnung. Gut. Dann sehen wir uns, wenn ihr Bock habt, morgen wieder. Bis dann.